Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Und ja, letzte Folge haben wir hier noch bei unserem schönen Gang links und rechts geguckt, was wir da so hinmachen können. Und einen Tag später, wenn ich hier so durchlaufe, ich finde es ganz okay. Wo haben die anderen Texturen? Hä? Wait a minute, habe ich die verkehrt hingesetzt? Hä? Sind diese Texturen etwa richtungsabhängig? Hä? Ich hab Fragen. Hä? Ah, okay, warte mal. Die zwei Seiten, das da und die zwei. Okay. Gut, um das kümmern wir uns jetzt gerade mal nicht. Das werde ich zwischen den Folgen mal ganz kurz fixen, dass ich bei dem Crafting Table überall die hier habe, weil das, ja. Es war ganz schön, aber es passt hier einfach nicht rein. Das ist das Problem. Und ja, gut. Wie man schon hört. Oh, da hat sich was getan. Da hat jemand ein Soundpack drauf gemacht. Und ich finde das Soundpack echt gut. Ich finde es wirklich gut. Ich habe es ein bisschen durchgetestet. Und es war echt nicht schlecht. So, gut. Die Soundpacks können dann nochmal weg. Die Öfen genauso. Die Oak Leaves behalte ich, das behalte ich. Cobblestone haben wir einiges mit, was wir eben nicht brauchen. Wir haben auch noch eine Kiste, da packe ich auch noch mal ein bisschen was rein. So, gut. Oak Logs haben wir sehr viele Dirt, nämlich ein bisschen mit, nicht allzu viel. Stone brauchen wir gerade mal nicht. Und ja. So, ah, hier haben wir noch Stein. Einiges. Das war gerade das Level-Ding. So, gut, wir haben ja hier eh keine Monster. Ich werde die Zeit mal ganz kurz nutzen. Ja, ist eigentlich egal. Ich werde die Zeit einfach mal nutzen, genau, wie jede Folge. Ich werde die Folgenzeit einfach mal nutzen, um hier ein paar Bäume zu fällen. Und ja, so. Über was könnte ich denn jetzt auf die Schnelle mal quatschen? Über Soundpacks eventuell. Wenn man nach Soundpacks sucht, man findet nicht wirklich was. Ich habe schon überlegt, mir mein eigenes zusammenzustellen, aber ich habe dann ein YouTube-Video gefunden. Und diese Person hat eben Soundpacks vorgestellt und da waren noch mehr in der Beschreibung verlinkt. Das war ganz gut. Ich habe ein paar ausprobiert, die waren absolut scheiße. Die waren absolut scheiße, die meisten, die ich probiert habe. Bis auf eins. Und das ist das Skyrim Soundpack, das wir eben auch gerade drin haben. Und da ich ja sowieso, ich weiß nicht, ob wir zu diesem Zeitpunkt schon Skyrim spielen, aber Achtung, Spoiler, wir fangen wieder mit Skyrim an. Ja, da wir das sowieso wieder Skyrim spielen werden, finde ich das ganz passend. Außerdem sind die Sounds auch echt gut. Ich mag die sehr. Nicht nur so ein bisschen, sondern einfach wirklich sehr. Oh, und hier ein Riesenbaum, na toll. Meine ich so sehr. La, 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 la. Gut. Jetzt sind wir hier schon mal etwas höher unterwegs. Ich mache hier mal ganz kurz eine Fackel hin, damit man hier auch was sieht. So, dra, la, la. Den, den und den. So. Die hier, da haben wir noch Holz. Also hier. Und... Ja, und sowieso. Ja, Nacht, das ist nicht die perfekte Zeit, um Bäume zu fällen. Vor allem, wenn man absolut nichts sieht. Vor allem, wenn man nichts sieht. Vor allem, weil es ein Riesenbaum ist. Das ist das Blöde. Haben wir da oben noch mehr? Hau mit dem Sapling mal die Leaves kaputt. Sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Hier haben wir noch einen. Der Log Detector funktioniert also noch. So, guck mal. Guck mal eine an.
So, ist es da oben ganz bestimmt noch irgendwo ein Ästchen? Ein Ästchen, ein Ästchen. Ein Ästchen und ein Pferd, genau. Was? La la la. Na, scheint alles zu sein, ne? Hier unten wird noch irgendwo was drin sein, glaube ich. Aber oben nicht. Ah, guck mal einen an. Da. Gefunden. Da. Das spawnt ja schon unter mir. Haben wir hier noch? Nein, die haben wir nicht mehr. Oder hier vielleicht noch? Nein, auch nicht. Okay. Gut, dann nehme ich das Holz hier noch mit. Und... Huch, ist das ein anderer Baum hier? Ist der gerade gewachsen? Stand der vorher auch schon? Achso, das ist eine Birke. Okay, die stand vorhin auch schon da. Gut, ich sollte nicht mit der Axt die Bäume kaputt schlagen. Sondern mir die Axt fürs Holz aufheben. Und das sieht echt gut aus. So. Die Abbausounds an sich wurden von dem Soundpack nicht wirklich verändert. Aber der Rest halt schon. Und die Abbausounds an sich stören mich ja auch gar nicht. Das, die sind da ganz gut. Also ich meine, wenn du mit der Axt irgendwie drauf ploppst, dann das haben sie schon verändert. Das ist ganz toll. Habe ich da oben einen Log übersehen? Nein, habe ich nicht. Das ist auch ganz toll. Und ja, so. Ich nehme die Birke hier auch mal mit. So. Huch. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken gehabt. Was ist denn das da oben? Da ist ein Baumstamm. Ich hole mir den mal ganz kurz. Und sollte natürlich was essen, das wäre ganz gut. Weil ansonsten sterben wir bei der nächsten Gelegenheit. Das wäre natürlich dann nicht so gut. So, man sieht hier gar nichts. Aber es sieht so aus, als wäre hier nichts mehr. Ich gucke nochmal ganz vorsichtshalber. Ich möchte mich hier nicht nochmal raufbauen. Aber es sieht gut aus. So. Du, 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 du. Ich gehe hier mal runter. Dra, da, 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 da. So. Gut, hier haben wir noch Cook Salomon. Der ein bisschen schräg aussieht. Die S-Sounds sind, sind halt S-Sounds. Endlich mal ein bisschen andere. Weil die anderen haben wir eh schon oft genug gehört. So, ich nehme die Birke hier auch nochmal mit. Schleicht da was rum da hinten? Weiß es nicht. Sehen wir gleich. So, gleich kommt so ein Creeper. Bumm. Aber ich denke nicht. Ne. Sieht safe aus, einigermaßen. Deshalb bauen wir hier noch ganz kurz die Bäumchen ab. Und dann pflanzen wir es ja natürlich wieder an. So. La la la. So, wir werden dann auch, wenn es Tag ist, gleich mal ein bisschen Sand holen gehen, glaube ich. Das wäre ganz gut, weil Sand brauchen wir sowieso. Und, also für Glas natürlich. Und was ich jetzt gerne mache, aber ist den hier super. So. Was mache ich denn hier? Ich bin auch dämlich. Hätte ich eigentlich stehen lassen können. Den brauchen wir eh hier. So. Gut, gut, gut. Auf jeden Fall haben wir keine Erde mehr dabei. Das war klar, weil wir die vorhin abgelegt haben. Ich springe mal durchs Fenster. Ganz glorreich. Und tue so, als wäre da Glas drin. Was? So. Die Erde nehmen wir eben mit. Hier haben wir auch noch Erde. So viel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber nur vorsichtshalber. Nicht, damit wir dann schlussendlich wieder so wenig mit haben. Das wäre nicht so ein Träumchen. So. Wow. Ah, ich dachte, es wäre jetzt gerade ein Zischen vom Creeper. Heilige Scheiße. Hui. jetzt bin ich wieder wach. Das ist ja ein toller Soundeffekt. Und so, wenn es zum Zischen anfängt. Oh, Halleluja. Oh, ich
habe mich auch gerade ein bisschen von mir selber erschrocken. Oh, ist das schön. Der Regen hört sich gut an und es sieht auch geil aus, ne? Sieht auch echt geil aus. Oh, habe ich mich gerade verjagt. Mein Herz. Mein Herz gerade. Huiuiuiui. Ich baue hier auch nochmal ein bisschen zu. Damit wir ungefähr dieselbe Ebene haben. Ist ja ganz toll, ja. Was auch toll ist, dass es jetzt gerade shift wie sonst was. Das ist ein Träumchen. Auch wenn es gut aussieht. Ja, Regen ist mein Lieblingswetter, auch wenn es manche blöd finden. Und auch wenn es gerade nicht so toll ist, weil man nicht so viel zieht. Haben wir schon die ganze Erde verbaut? Hä? Ich dachte, wir haben noch mehr. Der war falsch übrigens. Das Leaf nehmen wir ja mal mit. So, den reiß ich noch weg. Mit ganz viel Reis natürlich. Reißen wir den weg. So. Jetzt haben wir wieder 10 Erde, die klatsche ich gleich hier hin. Das war ja toll. Habe ich ja sehr gut gemacht. Ne, wir haben echt keine Erde mehr. Es ist nicht so gut. Naja, ich gehe da hinten mal ganz kurz das Zeug einsammeln. Schwuppdiwuppdiwupp. So, natürlich pflanzen wir gleich wieder Bäume an. Wie es halt so sein muss. So. Muss mir den Sound echt gut einprägen, weil sonst verjage ich mich nächstes Mal echt wieder. Das wäre nicht so gut. So. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Hier, da und überall. Das sind die Birken, aber die brauchen wir ja auch. Wo sind denn die anderen? Die habe ich auch in der Hotbar. Ich bin auch in der. So. Ich gehe hier mal ganz kurz mit der Schaufel durch. Das Ganze hier ein bisschen zu begradigen. Glaube ich. Damit wir wieder ein bisschen Erde bekommen, um dort zuzubauen. So, hier mache ich mal den hier. Erstmal komplett weg, die Ebene hier. Wir dürfen wieder genug Erde haben, um dazu zu bauen. Die Sounds. So ungewohnt. Alter, ich bin. Vor allem ich und Schreck. Ja. Oh, Mann, ey. Ich bin so schreckhaft. I'm sorry. Ich erschreck mich, wenn der Schaufel zerbricht. Ja, gut. Ja, gut. Au, au. Oh, wow. Die neuen Sounds sind noch ungewohnt. Auch wenn ich mir gestern fast eine Stunde lang angehört habe. Naja, eine Stunde war es nicht. Aber eine halbe war es schon. Weil ich mir die Sounds angehört habe, was gebaut habe, bin rumgelaufen, habe gegen Monster gekämpft. Und ja, trotzdem sind die noch sehr ungewohnt. Wie man merkt. So. Gut. Gut, gut, gut. Mach mal den hier. Ganz kurz. So. Jetzt haben wir wieder einiges an Holz gefarmt. Und das mit dem Sand farmen wird jetzt erstmal nichts, glaube ich. Aber wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Wo wir eben letzte Folge aufgehört haben. Natürlich machen wir da jetzt nicht allzu lang immer dasselbe, weil das wird ja langweilig irgendwann. Sondern, ich brauche ein paar Oak Planks, danke. Sondern, wir bauen jetzt hier ganz kurz weiter und dann widmen wir uns wieder einem anderen Thema. Wie zum Beispiel verzaubern. Brauchen wir mal einen Raum für, wir haben hier noch Treppen. Okay. Brauchen wir einen Raum für, zumindest will ich einen Raum extra dafür bevorzugen.
So, ich mach mal hier 6 Stück. Schwuppdiwuppdiwupp. So, dann Zäune, die 2 dahin. Und ach ja, Trapdoors brauchen wir noch. Trappity Doors. Trappity Trapdoors. So. Hier und da. Ruppen den Boden nochmal ganz kurz raus. Ruppity Rupp. Ah, ich habe jetzt noch mehr in der Hotbar. Gut. So. Es wird dann, glaube ich, schon einigermaßen schön. Gedenke ich zu sagen. Beziehungsweise, ich gedenke, dass es schön wird. So. Hier muss noch Fackeln hin. Und hier kann er hinmachen. Das sieht auch komisch aus. Dann lassen wir die eben mal da. So. Ich grab hier mal ganz kurz ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie weit wir hier können, bevor wir hier auf Stein stoßen, weil ich würde hier gern auf Holz stoßen. Ach ja, ne? Da war ja was. Das ging ja so weit rein. Außer wir kleiden das hier auch mit Holz aus. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Das wäre in der Tat eine Möglichkeit, die besteht. So. Alter, die Höhlensounds! Heilige Scheiße! Die komischen Glockensounds, das sind übrigens die XP-Punkte, die wir hier durch die Kohle bekommen. Alter, die Höhlensounds sind echt krass. Uiuiui. Gut. Gut, gut, gut. Hier müssen wir eigentlich auch gleich auf Holz stoßen, ganz genau. So, ruppt man das noch raus. Ich weiß nicht, wie ich das ganz genau machen möchte, weil einfach so offene Räume, die gefallen mir nicht so. Ich würde gern eher etwas verwinkelter bauen hier. Ja, dazu kloppt man halt hier mal ganz kurz die Steine raus. Und dann gucke ich auf die Zeit und wir sind schon wieder sehr gut in der Zeit. So. Dann meine mal ganz kurz die Spitzhacke hier. Ein bisschen kaputt. So ungefähr, weil dann brauchen wir eine neue. Gehen wir noch ganz kurz rund und holen uns eine Spitzhacke. Ich wollte eigentlich da links und rechts noch was machen, aber naja. Eigentlich hätte man die oben auch gleich machen können. Ich bin ja auch so ein Volldepp, weil hier mal genug Workbenches. So. Ich könnte mir eigentlich gleich 2 machen. Das wäre... Ah, wir haben sogar noch einen. Naja, wir brauchen es ja eh. Gut. Dann sage ich... Buch? Ach so. Es regnet eh noch immer. Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut rein. Ich bin raus und... Ciao, ciao.